Ja. Erzähl doch mal was von dem Konzept deines Unterrichts. Konzept von meinem Unterricht, das erstmal, dass meine Schüler den Spaß an der Musik nicht verlieren. Das passiert ganz oft, also es passiert viel zu viel, dass die Lehrer meistens so wie eine Schablone für alle ihre Schüler haben, so wie ein Programm für alle. Also man muss, keine Ahnung, Hänsel und Gretel spielen, dann nachdem kannst du das und das. Oder erstmal mit klassischer Gitarre anzufangen und bla. Das Ding ist, dass Musik so groß ist, dass es so viel ist, dass man kann immer mit der Musik, die man mag, die gleiche technische, theoretische Sachen lernen. Es ist einfach nur halt anders. Wa? Wenn ein Schüler von mir, der mag Funk und der hört die ganze Zeit Funk und der liebt Funk und der will nur Funk spielen und seine Traumband ist seine eigene Funkband, dann würde ich nicht mit Hänsel und Gretel anfangen. Wa? Ich würde anfangen, es ist genau so kompliziert, das zu lernen, wie alle man nennt. Vielleicht sogar einfacher. Aber was brauchst du für Funk? Irgendwann der Typ, der mit ACDC, mit Metallica, mit Pat Metheny anfängt, wird auch an dem Akkord kommen. Also, das braucht man. Aber er will sofort. So, wieso würde ich dann meinen Schüler dazu zwingen, etwas zu spielen, was er nicht spielen will, wa? Um ihm die gleichen Elemente beizubringen? Ich meine, Musik ist Musik. Das sind die gleichen 12 Halbtöne für uns alle, egal was wir in der Musik spielen wollen. Dodekaphonie, Mustonalität, egal. Wa? Die gleiche 12. So, die kann ich mit egal was für Musikstil lernen. Hm? Es gibt Sachen natürlich, die für mich auch als Gitarrist wichtig sind. Also alle meine Schüler kriegen von mir meine beste Kenntnisse in Technik zum Beispiel. Das ist mir sehr wichtig. Vielleicht wird der Typ für immer Funk spielen, aber für mich ist wichtig, dass er, bis er 80 ist, fähig ist, Funk zu spielen. Weil, das heißt, gesund zu spielen. Dann, wie nehme ich den Black am besten? Weißt du, wie spare ich meinen Körper unnötige Bewegungen? Wie spare ich meinen Körper unnötige Druck auf den Seiten oder auf den Schultern? Ne? Wie spiele ich entspannt? So was für Sachen, die müssen alle meine Schüler, also die haben das dann auch in gemeinsam. Also gitarrentechnisch, wenn ich Metal spiele, bin ich genauso entspannt, als wenn ich Jazz spiele oder Blues. Ja. Der Technik ist gleich. Es ist nur wie man lernt in dem Stil, wie die Sachen klingen sollen. Ja. Und das lernt man einfach allein. Das ist, was dich gebracht hat, Funk zu mögen, Blues zu mögen, Metal zu mögen, ja. Wie das klingt, wie es sich anfühlt. Aber wie man das spielt, weil, das bringe ich meine Schüler alle das Gleiche bei. Also von mega langsame, schöne Töne zu schaffen, bis super schnelle, schöne Töne zu schaffen. Von ruhiger Musik, die wirklich an Herzen kommt, eine schöne Ballade zu spielen, bis krassen Black Metal. Ja. Genau das. Also für alles, was dazwischen ist, braucht man die gleiche Technik. Weil es eine gesunde Technik ist. Da verlieren meine Schüler auch den Spaß an der Musik nicht. Am Ende, nach 4 Jahren, die alle meine Schüler eigentlich, die ich so lange habe, kennen alle 4 Klänge Akkorden, weißt du, jede Pentatonic-Kala, Duet-Kala, Melodisch-Moll, Harmonisch-Moll, die gleichen Sachen. Aber die haben diese Sachen in ihre eigene Musik gelernt. Ja. Eine durch Funk, eine durch Jazz und so weiter. Durch Metal. Ja. So. Hauptding, neue Musiker auf dieser Welt zu setzen und nicht neue musikfrustrierende Menschen, die nie wieder ein Instrument in den Händen nehmen. So ein Glücklicher. Wenn dir Spaß macht, keine Ahnung, ein Akkord eine halbe Stunde lang zu spielen, ja, mal zu. Ja. Oder wenn du Progressive Rock machst, ich will, dass du die notwendige Technik dafür auch hast, aber du hast deinen Spaß nicht verloren. Glück an Musik zu machen. Das ist mir das Wichtigste. Gesund alle Werkzeuge zu haben, technische Werkzeuge, theoretische, die die brauchen, meine Schüler zu geben und dass sie immer glücklich bleiben. Und mir ganz viele Muffins schenken.
Sehr gut.